Passt, dann fange ich mal an und leite jetzt auch rein, weil ich habe das Buch mit dem Martin Schenk und mit dem Nikolaus Dimmel, das ist ein Professor auf der Uni Salzburg und mein Martin Schütz, der auf der Nationalbank sitzt und sehr viel Vermögensforschung macht, gemeinsam herausgegeben. Und werde jetzt ein bisschen, also eigentlich war die Idee, dass ich was über meinen Artikel sage, der da drinnen vorkommt. Ich werde jetzt mal zuerst mal was zum Buch sagen, was hat der Martin eigentlich gemacht. Handbuch Reichtum, neue Erkenntnisse aus der Ungleichheitsforschung, warum haben wir das Thema gemacht? Ich fand es ganz spannend, vor einem Monat oder so war im Standard mal ein Artikel, soziale Ungleichheit, ist das alles nur ein Hype? Und da wurde eine Studie nacherzählt, die von Agenda Austria finanziert wurde, wo rausgekommen ist, eigentlich gibt es kaum Unterschiede bei der Einkommensungleichheit. Und wir sehen eigentlich in Österreich, ist alles stabil, es gibt eine breite Mitte und das ist alles über Jahre stabil. Und eigentlich die These war, dadurch, dass wir permanent über Ungleichheit reden, erzeugt das Angst bei den Leuten, obwohl es ja eigentlich de facto keine materielle Basis für diese Angst gibt, so ein bisschen. Der Artikel war, ich fand es einerseits ein bisschen eine Frechheit, dass sowas überhaupt in so einer Qualitätszeitung erscheint oder so unreflektiert, aber ich fand es andererseits auch wieder schön, weil ich das ein bisschen als unseren Erfolg verbucht habe, dass die sich versuchen zu wehren gegen diese permanentes Reden über Ungleichheit, die Agenda Austria, dass die da aufspringen muss auf diesen Zug. Weil wir ja jetzt, würde ich sagen, vor allem seit der Krise sehr, sehr viele Akteure in Österreich massiv dran sind, dieses Ungleichheitsthema wieder zu pushen. So, also wir hatten 2013 eine große, im Zuge der Armutskonferenz, die es immer gibt, eine große Reichtumskonferenz mal wieder organisiert, wo wir dann auch ein Buch rausgegeben haben, auch mit ATTAC gemeinsam dabei gewohnt, wo ich aktiv bin, und die Armutskonferenz, Mythen des Reichtums, wo wir versucht haben aufzudecken, wie ist denn das mit dem großen Reichtum, woher kommt der, was hat das mit Leistung zu tun oder mit dem Erbe oder so. Und jetzt dann ist so irrsinnig viel Forschung auch entstanden und dann haben wir gesagt, wir würden auch gerne die Forschung wieder bündeln und sein Handbuch herausgeben, dass du versuchst, das zu bündeln. Genau, das ist das eine. Und ich glaube, das Spannende, warum man mal nicht nach unten schauen soll, sondern auch nicht in die Mitte schauen soll, sondern nach oben, ist, dass wir eigentlich in der Sozialforschung, ich bin Soziologin, sehr, sehr lang, wir beschäftigen uns gerne mit uns selbst, und das heißt, wir legen sehr, sehr stark den Fokus auf die Mitte. Ich habe auch die Falterbeilagen damit zur Mitte der Gesellschaft. Es ist sehr spannend, sich mit der Mitte zu beschäftigen, könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn es euch interessiert. Oder wir schauen nach unten, weil wir halt ein bisschen auch so ein bisschen sozialarbeiterische Perspektive, ja, okay, wie geht es denen, wie kann man schauen, dass die Verhältnisse unten sich so verbessern, dass die Leute, dass alle Menschen ein gelingendes Leben führen können. Aber was dann passiert ist, dass uns der obere Rand zunehmend entgleitet. Also wir schauen dann da irgendwie, konnten da irgendwie nicht hinschauen und haben uns irgendwie mit uns selbst beschäftigt oder halt versucht, irgendwie nach unten zu schauen und zu schauen, wie man da das Leben verbessern kann. Aber logischerweise auch so war, weil Armut und auch eigentlich die Einkommens- und Lebensverhältnisse in der Mitte der Gesellschaft irrsinnig gut dokumentiert sind. Wir wissen alles über jede Person, die Mindestsicherung bezieht in Österreich. Wir haben die Daten, wir wissen alles, wir wissen, was die für Sparbücher haben, wie es denen geht, wie viel die an Einkommen lukrieren und so weiter. Und wir wussten eigentlich sehr, sehr lang nichts über die Personen ganz oben, auf dem oberen Skala der Gesellschaft. Was damit zu tun hat, dass zum Beispiel in Österreich auch keine Vermögensteuer gibt. Das heißt, wir haben auch kein Vermögenskataster, das sich daraus entwickeln könnte, wo wir einfach nachschauen können. So. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon massiv geändert, weil wir eine neue Datenlage haben. Wir haben nämlich von der Europäischen Zentralbank den sogenannten Household Finance and Consumption Survey, wo Leute repräsentativ in den verschiedenen Ländern befragt werden über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Jetzt kann man sagen, Befragung ist nicht super ideal, weil die Leute können auch lügen, so, aber es ist das Beste, was wir haben, und davor hatten wir gar nichts. Und auf Basis dieses European Household Finance and Consumption Survey, der in Österreich von der Nationalbank und eben von Martin Schütz, der das Buch mit herausgegeben hat, stark durchgeführt wird und betreut wird, ist das erste Mal möglich gewesen, auch wieder Forschung zu machen und nach oben zu blicken. Und das hat man auch richtig gemerkt in der Forschungslandschaft, in der ökonomischen Forschungslandschaft, in der soziologischen, sozialwissenschaftlichen Forschungslandschaft, ist die Vermögensforschung irrsinnig aufgeblüht in den letzten Jahren. Tausende Studien, die dazu entstehen. Und ich meine, die wichtigsten vielleicht Hard Facts kriegt man eher ein bisschen mit, auch dem öffentlichen Diskurs, ist de facto das eine, was wir wissen, ein Großteil der Menschen lukriert de facto nur Einkommen aus Arbeit. Ja? Die Menschen arbeiten, und was sie für ihr
was sie quasi bekommen für das, was sie arbeiten, ihren Lohn, ihr Gehalt, das ist das, was sie an Einkommen zur Verfügung haben. Und es gibt nur eine ganz kleine Gruppe in der Bevölkerung, die zusätzlich auch aus Kapital Einkommen lukriert, das heißt aus Zinsen, aus Gewinnausschüttungen, aus Vermietungen und Verpachtungen und so weiter. Das heißt, es sind ganz wenige Menschen, die de facto auf Kapitalressourcen auch zugreifen können. Und wenn man sich dann anschaut, und das ist auch im House of Finance and Consumption Survey drinnen, die Leute werden dann gefragt, was hast denn du so? Also nicht nur an Geld, sondern was hast denn du auch an materiellen Gütern? Sehen wir, dass das untere, eigentlich die unteren 50% einer Bevölkerung eigentlich kaum etwas haben. Die haben, sagen, ja, ich habe ein Auto, gerade mal, vielleicht Secondhand gekauft und ich habe vielleicht ein kleines Sparbuch. So. Dann so bis zu den 80%, wo 80% der Bevölkerung drinnen sind, dann sagen die Leute, naja, ich habe auch noch eine Wohnung, in der ich wohne. So, das habe ich schon noch und ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Sparbüchern liegen. Und erst danach, die letzten 10%, die sagen, ich habe Aktien, ich habe Unternehmensanteile, ich habe mehrere Häuser, die ich besitze, die ich auch vermieten und verpachten kann, wo ich dann wieder Einkünfte lukrieren kann. Also das ist eigentlich ein Phänomen, also dazu mal zu sehen, wer hat denn überhaupt was? Ja, gerade in einem Land auch wie Österreich, wo man nicht so gern darüber redet, nicht was man nicht verdient, aber auch nicht, was im Sparbuch liegt, weil das ist immer ganz, ganz geheim, mal spannend da hineinzuschauen. Und was wir dann auch immer wieder, und deswegen ist das Argument, was die Agenda Austria auch fährt in diesem Artikel, mit, es gibt diese Einkommensmitte und die ist stabil, das stimmt schon so, auch nicht ganz, weil wir sehen zunehmend prekäre während der Arbeitsverhältnisse und so, aber prinzipiell in den Daten stimmt das, rund 77% der Österreicherinnen sind Teil der Einkommensmitte, breite Mitte. Aber wenn wir uns die Vermögen anschauen, dann gibt es sowas wie eine Mitte eigentlich fast gar nicht. Also wir sind über 25% der Leute, die man sagen können, die sind immer in der Mitte. Und die anderen 60-70% sind unten und dann gibt es ganz wenige, die oben sind. Also wir haben bei den Vermögen eine ganz starke soziale Polarisierung. Österreich ist eines der Länder mit der größten Vermögensungleichheit in Europa. Würde man nicht vermuten, weil wir denken, wir sind in einem Land, wo alles gut funktioniert und das ist, weil wir aufs Einkommen blicken eigentlich. Was wir dann ein bisschen übersehen ist, dass die Vermögen extrem ungleich verteilt sind in unserem Land. Und deswegen, und das bringt mich auch ein bisschen zu dem Artikel, den ich in dem Buch mit der Hilde Weiß, das ist eine Soziologieprofessorin auf der Uni Wien, geschrieben habe, deswegen finden wir auch mittlerweile es adäquat, wenn man von Vermögen spricht, von Klassen zu reden, von sozialen Klassen. Eben aufgrund dieser starken sozialen Polarisierung, mit der wir es zu tun haben, aufgrund dieses Zustandes, dass die einen eigentlich de facto hackeln müssen, um ihren Lebensunterhalt zu halten, ganz wenige über Kapitalbeteiligungen es schaffen, quasi ihren Lebensstandard zu erhöhen oder zu verbessern oder so. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir würden den gerne Klassenbegriff, gerade wenn es die Vermögen betrifft, wieder ins Zentrum stellen. Und wenn man sich da anschaut, verschiedene Klassenlagen, sehen wir einfach auch kaum Unterschiede mehr. Also mal früher wäre die Geschichte gewesen in Österreich, Nachkriegszeit, Facharbeiterinnen erarbeiten sich einen gewissen Wohlstand, können in die gesellschaftliche Mitte hinaufgehen und es gibt so einen Turn nach oben. So. Das stimmt wahrscheinlich, was die Einkommen betrifft, schon, das wird schon stimmen oder da gibt es Daten, die das belegen. Aber wenn man die Vermögen anschaut, sehen wir kaum Unterschiede zwischen unqualifizierten Arbeiterinnen, Facharbeiterinnen, kleinen Angestellten, die haben alle gleich wenig. Ja, das sind 10.000, 20.000 Euro, die sie so ungefähr angeben an Nettovermögen. Dann haben wir so zwei so ein bisschen höhere Dienstklassen, die sich so in der Mitte, die man so als Mitte definieren kann. Und wie gesagt, das sind nicht sehr viele. Und dann haben wir ganz oben vor allem Unternehmerinnen mit Beschäftigten und vor allem auch in der Landwirtschaft, muss man sagen, Leute, ganz wenige Leute, die ganz, ganz viel Nettovermögen haben. Also eine starke, starke Polarisierung, und eben keine Mitte bei den Vermögen. Vielleicht auch noch ein Faktor, warum auch dieser Klassenbegriff vielleicht zentral ist, ist natürlich die Frage, woher kommt das Vermögen oder wie sehr kann man es selbst schaffen, aufzusteigen und irgendwie dann doch vielleicht reich zu werden oder so. Und was wir da auch in den Daten sehen, ist, naja, Erbe ist zentral. Ja. Und dann hat man de facto auch keine Chance mehr, mit harter Arbeit draufzukommen. Da gibt es natürlich ein paar Leute, die das schaffen und es gibt diese typischen vom Tellerwäscher zum Millionär-Stories, aber wir sehen in den Daten, das, was an Vermögen vorhanden ist, ist was, was man mitbekommt, was man vererbt bekommt. Und da sieht man auch wieder, untere 50% der Gesellschaft geben an, naja, maximal 30.000 Euro, die wir erben. Und da oben sind wir bei einem Median von 300.000. Ja, und das ist aber, das streut total, da kommen auch Millionenbeiträge dazu. Also das ist
das macht einfach dieses Argument zu sagen, okay, offensichtlich haben wir es da wieder mit einer Klassengesellschaft zu tun in Österreich, oder zumindest, ich meine, Sikkard Näckel, ein anderer Professor für Soziologie, spricht von Refeudalisierung, das kann man auch sagen. Das macht es auf jeden Fall spannend, sich mit diesen Themen wieder auseinanderzusetzen oder versuchen, diese Sozialstruktur eben nicht mehr so etwas Durchlässiges mit so einer breiten Mitte den Blick vielleicht da nicht so drauf zu legen. Und was wir dann auch noch in dem Artikel gemacht haben, ist nicht nur sich diese Klassenlagen anzuschauen und wer hat denn da viel Vermögen nach diesen Klassenlagen, sondern was glauben denn die Menschen aus unterschiedlichen Klassen, Herkunft, woher die Leute, warum Leute reich werden. Ja? Da haben wir auch Daten drinnen und das find ich auch wieder spannend, weil das natürlich erklärt, warum dieses ganze System so stabil ist, weil dieses Reich wird man über harte Arbeit und über Leistung ein Konsens ist in der ganzen Bevölkerung. Ja? Also dass selbst diejenigen, die ganz unten sind, also würde man sagen, die glauben eher, naja, übers Erbe oder so, oder dass man da durchkommt. Nein, das sagen alle, naja, eher, das wird wahrscheinlich doch eher die Leistung sein. Ihr wird schon was geleistet haben, was da oben ist. Ja? Das macht schon irgendwie Sinn. So. Und das macht es natürlich dann auch schwierig, politisch da anzugreifen, wenn man so einen starken Leistungsfokus hat. Wobei es ein bisschen widersprüchlich ist, weil dann fragt man die Leute und findet sie es schlecht, so, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dann sagen dir ganz viele ja. Und vor allem die unten sagen dir ja, die oben finden das nicht so schlimm. Aber das ist ganz interessant, sich da so ein bisschen anzuschauen, dass eigentlich sowas wie ein Klassenbewusstsein, wenn man den Klassenbegriff setzen mag, wenn dann sogar eher oben vorhanden ist und unten eigentlich gar nicht so stark vorhanden ist. Das wäre so unsere These gewesen. Und das ist auch der Grund, wo wir versuchen zu erklären, warum es auf dieser ideologischen Ebene auch so stabil ist, dieses System, und warum wir teilweise mit unseren Argumenten noch nicht so gut durchkommen. Ich glaube aber auch, ein Punkt ist, warum wir nicht so gut durchkommen, ist, weil diese Zahlen, also ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Zahlen jetzt da bringe, aber ich habe irgendwie das Gefühl auch immer wieder, wenn ich von diesen Zahlen lese, ist es so unvorstellbar. Oder man liest das und ja, man weiß, okay, die einen haben wenig und die anderen haben viel, da geht die eine Zahl rein und dann sage ich irgendwie, wir haben de facto in der Forbes-Liste Österreicherinnen mit 1,5 Milliarden Euro, wer kann sich das vorstellen, was das ist und so. Also das ist irgendwie mit dieser Debatte rund um diese Vermögensverteilung, das finde ich total politisch, wissenschaftspolitisch total wichtig. Ich finde es für die Forschung total wichtig und ich habe auch dieses Handbuch sehr gern gemacht, um das eben versucht, das alles abzubilden. Nur politisch auf der nächsten Ebene ist es schon auch so der Punkt, mit diesen Zahlen kommt man immer weiter. Ja? Also das ist halt so, ja, die regen nicht so richtig auf oder kurz regen sie auf und dann verschwinden sie wieder. Und man kann sich natürlich auch ein bisschen dahinter verstecken. Ja? Also wir merken eigentlich, dass diese rein ökonomisch quantitativ geführte Debatte schon etwas ist, dass das Phänomen Reichtum da natürlich viel zu eng fasst. Ja? Und das war auch der Punkt, warum wir im Buch versucht haben, das ein bisschen breiter zu fassen, nicht nur über wer hat denn jetzt wie viel zu reden, weil dahinter eine massiv normative Debatte steckt. Wenn wir über Reichtum reden, geht es nicht nur darum zu beschreiben, wer hat wie viel, das ist der erste Schritt und wir sind total dankbar als Forscherinnen, dass wir jetzt wissen, zumindest auf Basis von Befragungsdaten, wer denn wie viel hat, ja, und es gibt schon die zweite Welle und es gibt da immer wieder Versuche, die Daten zu verbessern, das ist ganz wichtig, aber der nächste Schritt wäre die normative Debatte auch zu führen und ist das gerecht oder nicht oder ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen, woher kommt das? Und das war so ein bisschen der Punkt auch von diesem Handbuch, dass wir das auch reinbringen wollten und Fragen der Gerechtigkeit da auch thematisiert werden wollten, weil sie thematisieren wollten, weil sie erst in der Forschung zu kurz kommen, aber auch in der politischen Debatte unserer Ansicht nach zu kurz kommen. Deswegen ist das Handbuch, und jetzt rutsche ich wieder so kurz in meine Rolle als Herausgeberin, war uns ganz, ganz wichtig, nicht nur ein ökonomisches Handbuch zu schreiben so, oder ein sozialwissenschaftlich datengetriebenes Handbuch zu schreiben, sondern eins zu machen, wo verschiedene Wissenschaftlerinnen aus urviel verschiedenen Disziplinen auf dieses Phänomen Reichtum blicken. Also wir haben Historikerinnen dabei, wir haben Ethnologinnen dabei, wir haben Politikwissenschaftlerinnen dabei, wir haben Genderforscherinnen dabei. Also wir haben echt versucht, so ein bisschen in der Breite
eine Person, die so ein bisschen aus dem Kunsthintergrund kommt. Also so ein bisschen zu versuchen, okay, wie bringen denn verschiedene Leute auf dieses Phänomen und was sehen die als gesellschaftlich relevant an diesem Phänomen Reichtum an? Und haben das Buch dann auch dementsprechend so aufgebaut. Es gibt de facto einen Teil im Buch, der wirklich so beinhart die empirischen Befunde noch einmal darlegt. Also wer hat wie viel, was können wir daraus lernen, wie schaut es aus mit Fragen der Besteuerung, mit Einkommens- und Vermögensreichtum, was auch in globaler Perspektive nicht immer nur den Fokus auf Westeuropa legen oder auf das kleine Österreich legen, sondern auch den globalen Maßstab mit zu bedenken. Dann aber ein bisschen ein Teil, der uns auch wichtig war, wo wir eher versuchen zu verstehen, woher das kommt, ja? Woher entsteht, wie kann denn so private Reichtum überhaupt entstehen, ja? Wie kann denn das, welche Mechanismen gibt es, da geht es prinzipiell natürlich um Fragen nach der ursprünglichen Akkumulation, da geht es aber auch um Sklaverei, da geht es um Themen wie auch heute noch Abpressung von Lohn von Leuten, die illegalisiert sind und solche Sachen, also das sind Themen, die uns ganz wichtig waren, da auch ein bisschen reinzublicken. Sich das historisch anzuschauen, auch ein bisschen so, wir haben einen Beitrag, den ich sehr schön finde, über Reichtum in der Antike, mal auch sich anzuschauen, wie war es damals, wie ist es heute und was sind da die Entwicklungen, die wir nachvollziehen können. Und eben was zu Geschlechterverhältnissen, wo du nachher noch was dazu sagen wirst. Und der größte Teil mittlerweile geworden ist dann Demokratie. Und das war eigentlich das Thema, was uns am wichtigsten war, und das ist eigentlich das, was die meisten, wo die meisten Beiträge in dem Handbuch drinnen sind. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, um diese, also der Simmel, das ist ein Soziologe gewesen, Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, Vermögen vermag. Ja? Es geht nicht nur darum, dass wir Menschen Vermögen haben, sondern es geht darum, was sie machen können mit dem. Ja? Und dass Reichtum nicht nur das ist, also nicht Reichtum, dass man Reichtum nicht nur als das fasst, was er jetzt quasi ist und was er gerade tut, sondern was er tun könnte. Ja? Und das heißt, da sind Themen drin, da geht es um Lobbying, da geht es um die ganze Debatte rund um Parteienfinanzierung, politische Einflussnahme auf Wahlen zum Beispiel oder auch diese Debatte, die ich auch sehr spannend finde, rund um dieses neue Spendenwesen, das entsteht. Also dass Leute dass wir zunehmend eigentlich versuchen, am Sozialstaat zu sparen und dann aber es den guten Reichen oder die gute Reiche gibt, die sagt, okay, aber eigentlich habe ich schon eine gesellschaftliche Verantwortung, koppelt Social Responsibility und solche Sachen und spendet, da gibt der Gesellschaft schon was zurück, aber was das alles heißt, wenn sich sowas der demokratischen Kontrolle entzieht, den Auseinandersetzungsprozessen, um keine Ahnung, wo gibt man denn Gelder hin oder so, und dann kann eine Person quasi selbst entscheiden, was sie finanziert oder was sie nicht finanziert. Auch diese Fragen werden da thematisiert in dem Buch und die finde ich auch echt eigentlich sehr spannend, weil sie de facto das Thema ein bisschen von einer anderen Seite aufzäumen. Ja, und dann genau, was wir auch drin haben, so ist ein Teil zu Kulturen des Reichtums und da geht es uns auch vor allem darum, wie sich quasi Reichtum versteckt auch ein bisschen und sich zunehmend also eine Gesellschaft in der Gesellschaft herausbildet. Also wir haben einen Teil dazu drinnen zu den ganzen klassischen Gated Communities, also wie sich Leute abschotten und de facto zunehmend ihre eigene kleine Stadt aufbauen, wo sie einfach nicht mehr mit der Gesellschaft in Kontakt kommen. Und was das natürlich dann auch für eine Gesellschaft heißt, wenn es keine Auseinandersetzungs- und Aushandlungsprozesse mehr gibt. Das ist auch so ein Teil, der uns ganz wichtig ist. Also dieses Phänomen und dieser Konnex zwischen Demokratie, Macht, Fragen und Vermögen war in dem Buch ganz wichtig und ist de facto, also mit der Piketty, der französische Ökonom hat ja das Buch geschrieben, Kapital im 21. Jahrhundert, und der Joseph Stiglitz, ein Ökonom, Nobelpreisträger, hat dann gesagt, es geht nicht ums Kapital im 21. Jahrhundert, sondern um die Demokratie und im 21. Jahrhundert. Und das war so ein bisschen der Versuch, das einzubetten und hineinzubringen ins Buch von unserer Seite. Genau, das mal zum Buch und so ein bisschen zu dem, was ich geschrieben habe. Ich würde jetzt einfach mal an dich übergeben und wir werden dann einfach, glaube ich, nachher ja so im Zwiegespräch was sagen, erzählen noch zum Buch. Danke. Ja, wie Julia erzählt hat, bildet das Buch eine breite Palette an Aspekten der Vermögensungleichheit ab.
Ich habe zusammen mit Katharina Mader einen Beitrag für dieses Buch verfasst zu Geschlechterungleichheit nach, und Vermögen. Er trägt den Titel Die gläserne Vermögensdecke zum Zusammenhang von Vermögen und Geschlecht. Ganz wesentlich beruht dieser Beitrag auf Arbeit, die wir zusammen mit Alissa Schneebaum, Miriam Rehm und Patricia Klopf gemacht haben. Wir waren die Ersten, die sich die HFCS-Daten, die erste Welle von diesen HFCS-Daten, gekrallt haben und diese Frage der Geschlechterungleichheit und Vermögen untersucht haben. Wir haben dazu auch eine vergleichende Studie für den Euroraum gemacht, die derzeit im Erscheinen ist. Wir haben uns verschiedene Länder angeschaut und untersucht, wie es mit der Vermögensungleichheit nach Geschlecht in diesen Ländern ausschaut. Warum spielt das überhaupt eine Rolle? Wie Julia gerade gesagt hat, Vermögen vermag. Vermögen erfüllt eine breite Palette an Funktionen für Leute, die Vermögen besitzen. Es kann einen Gebrauchswert haben, wenn Leute ein Haus oder eine Wohnung besitzen. Es dient als als Sicherheitsnetz in finanziellen Notlagen, wenn Leute arbeitslos werden oder wenn es Einkommensverluste gibt. Es dient zur Generierung weiterer Einkünfte, Kapitaleinkünfte, Zinseinkünfte. Das heißt, es schafft weiteres Einkommen. Aber ganz wichtig, es ist mit sozialer Macht und sozialem Status assoziiert. Macht auch vor allem im Hinblick darauf, entscheiden zu können, wie Ressourcen in einer Gesellschaft verteilt werden. Zu dem Thema gibt es einen weiteren Beitrag in dem Buch von Christa Schlager und Elisabeth Klatzer. Die setzen sich mit diesen Machtverhältnissen auseinander. Und eine weitere Funktion, Julia hat es gerade angesprochen, ist politische Teilhabe, die Vermögen erfüllt. Vor allem in Zeiten von Entdemokratisierung, wo demokratische Prozesse dezentralisiert werden von Lobbys oder von Thinktanks gemacht werden, spielt Vermögen zunehmend eine Rolle, weil die Leute, die Vermögen haben, finanzieren diese Institutionen. Also warum zähle ich das auf? Wenn 50% der Gesellschaft, also Frauen, benachteiligt sind im Zugang zu Vermögen, dann haben sie auch einen benachteiligten Zugang zu diesen Funktionen. Die Frage ist also, gibt es diese Unterschiede? Auch das hat Julia gesagt, die Story spielt vor allem am oberen Rand der Vermögensverteilung. In der Mitte, beim Median, wo 50% der Bevölkerung drunter und 50% der Bevölkerung drüber liegen, bei diesem Wert gibt es eigentlich kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Vielleicht als kurze Anmerkung, wenn ich von Männern und Frauen in Bezug auf unsere Studie rede, dann meine ich Ein-Personen-Haushalte, weil in der ersten Welle von den HFCS-Daten war es nicht möglich, die Vermögen innerhalb von einem Paar zuzuordnen, den Männern und den Frauen. Das heißt, wir konnten uns nur quasi als Annäherung an diese Frage Ein-Personen-Männer- und Ein-Personen-Frauen-Haushalte anschauen. Das sind nicht notwendigerweise Single-Haushalte, also wir definieren sie nicht über den Familienstatus, sondern das sind Personen, die alleine leben, eventuell noch mit Kindern zusammenleben, aber wichtig war, dass es eine Frau oder ein Mann in dem Haushalt ist. Das heißt, das ist so als Einschränkung gedacht für die Zahlen, die wir hier nennen. Bei der Mitte, beim Median, haben Männer und Frauen in etwa gleich wenig Vermögen, nämlich etwas unter 20.000 Euro. Das heißt, diese Unterschiede gibt es nur dort, wo tatsächlich Vermögen vorhanden ist. Über einen breiten Teil der Bevölkerung gibt es kaum nennenswerte Vermögensbestände. Die Schere zwischen Männern und Frauen geht erst ab dem 80. Perzentil wirklich auseinander, wo Personen nennenswerte Vermögensbestände haben, also am oberen Rand. Wir haben uns vor allem das 95. Perzentil genauer angeschaut, also dort, wo die 5% der reichsten Personen sind. Dort haben Männer, also diese Ein-Personen-Männer-Haushalte, rund 630.000 Euro Vermögen und Frauen etwas mehr als die Hälfte davon, nämlich 350.000 Euro.
Also es gibt eine gläserne Vermögensdecke. Wir sind dann hergegangen und haben uns Haushalte mit den gleichen Charakteristika angeschaut. Also Männerhaushalte und Frauenhaushalte mit gleichem Alter, gleichem Bildungsstatus, gleichem Beschäftigungsstatus, ähnlichen Einkommensniveaus, ähnlicher Anzahl der Kinder angeschaut, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wirklich Gleiches mit Gleichem. Und in dieser statistischen Analyse hat sich gezeigt, dass es im Bruttovermögen einen Gender Wealth Gap, in Analogie an den Gender Wage Gap, nennen wir das Gender Wealth Gap, von 44% in Österreich gibt. Das wird nur von Deutschland und Griechenland übertroffen. Griechenland hat einen Gender Wealth Gap von 48% und Deutschland von 45%. Frankreich liegt ein bisschen drunter mit 33% und die Slowakei, das siebte Land in unserer Untersuchung, bei 27%. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass es dort erst seit der Wende wirklich möglich war, Privatvermögen anzuhäufen. Das heißt, dort sind die Niveaus auch geringer in den Unterschieden. Im Nettovermögen zeigt die statistische Analyse keinen signifikanten Unterschied. Warum nicht? Wir haben da sehr genau nachgeschaut und uns alle möglichen Vermögenskomponenten wie Finanzvermögen, Realvermögen, Hauseigentum, Wohnungseigentum angeschaut, wo überall welche Geschlechterunterschiede, wo es welche Geschlechterunterschiede gibt. Und festgestellt, dass die im Nettovermögen verdeckt werden aufgrund eines umgekehrten Gender-Schulden-Gaps. Das heißt, Männer sind viel stärker verschuldet als Frauen. Das heißt, die Vermögensunterschiede, die es im Bruttovermögen gibt, werden durch die umgekehrten Vermögensunterschiede bei den Schulden verdeckt, weil Brutto minus Schulden dann das Nettovermögen ergibt. Es drängt sich also die Frage auf, wie kommt es zu diesen Unterschieden? Wir konnten natürlich durch eine solche statistische Analyse keine Kausalitäten herausfinden, das ist nicht möglich. Korrelationen aber sehr wohl. Und es zeigt sich, dass natürlich vor allem diese Vermögensunterschiede durch zwei Kanäle zustande kommen. Der wichtigere sind die Unterschiede in den Vermögenstransfers, also in den Erbschaften oder in anderen Vermögenstransfers und im Einkommen. Das heißt, auch der Gender Wage Gap führt natürlich zum Gender Wealth Gap, weil Einkommen Ersparnisse generiert und wenn Frauen vermehrt Teilzeitarbeit nachgehen oder niedrigere Einkommen erzielen, führt das natürlich auch zu niedrigeren Ersparnissen und de facto zu wieder einem niedrigeren Vermögen. Diese beiden Channels, also Einkommen und Vermögenstransfers, sind eingebettet in ein Geflecht von sozialen Normen und institutionellen Rahmenbedingungen, die diesen Vermögensakkumulationsprozess beeinflussen. Drei solche Faktoren, die ich herausgreifen möchte, sind einerseits rechtliche Rahmenbedingungen, die Erbschaften und Vermögenstransfers nach Scheidungen beeinflussen. Das Erbschaftsrecht jetzt in Österreich ist egalitär ausgestaltet, dennoch zeigen die Daten, dass obwohl Frauen häufiger erben, aufgrund auch der höheren Lebenserwartung, erben sie wertmäßig niedrigere Vermögen. Ein weiterer Punkt, der soziale Normen widerspiegelt, ist Kinderbetreuung. Das ist vor allem jetzt im Ländervergleich spannend, sich anzuschauen, dass in den Ländern, wo flächendeckend Kinderbetreuung vorhanden ist, natürlich auch der Gender Wealth Gap niedriger ist, weil Frauen viel schneller wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren können und weniger lange Unterbrechungen in ihren Erwerbskarrieren haben. Das heißt, wieder mehr, wenn wir jetzt über den Channel von Einkommen sprechen, dann wieder mehr Ersparnisse generieren können. Und abschließend als dritter zentraler Faktor sind natürlich Erbschafts- und Vermögenssteuern zu nennen, weil die
Rahmenbedingungen natürlich ändern. Wenn Vermögen besteuert wird, dann werden auch die Vermögensunterschiede weniger schlagend, weil sie einfach gestutzt werden. Das Zusammenwirken all dieser institutionellen Rahmenbedingungen und sozialen Normen unter Diskriminierung von Frauen führt also dazu, dass Frauen weniger Vermögen erzielen und weniger schnell vermehren können, als das Männer tun. Wie gesagt, hier geht es vor allem um den oberen Rand, also um die Reichsten. Aber es ist anzunehmen, dass sich diese Benachteiligungsmechanismen durch die gesamte Vermögensverteilung ziehen, auch wenn das jetzt wertmäßig niedrigere Vermögen sind. Und im Blick auf oder im Zusammenhang mit den eingangs erwähnten Funktionen, die Vermögen erfüllt, also soziales Sicherheitsnetz, also finanzielles Sicherheitsnetz, sozialer Status, Macht, politische Teilhabe, wenn 50% der Bevölkerung einen erschwerteren Zugang zu Vermögen haben, dann haben sie auch weniger Möglichkeiten, in den Genuss dieser Funktionen zu kommen. Und das hat gesellschaftspolitische Relevanz, die wir jetzt gerne im Anschluss diskutieren können. Ich glaube, ich setze hier mal einen Punkt und gebe mal das Wort an dich zurück oder beziehungsweise stelle gleich mal in die Runde, ob es Fragen gibt. Ich finde es interessant, dass du meinst, dass es so ein Einverständnis gibt, auch sozusagen unter den Gruppen, die finanziell benachteiligt sind, dass was halt irgendwie das Leistung sozusagen dann zu Vermögen führt. Habt ihr da irgendwie eine Erklärung dafür? Mhm. Ja. Also, wir haben es jetzt mal im Artikel haben es erklärt, ein bisschen mit dem konservativen Wohlfahrtsstaat. Also, die Idee ist, wir leben in Österreich in einem System, das stark darauf aufbaut, wenn wir quasi was einzahlen, dann kriegen wir auch was raus. So, das ist dann also quasi, man muss quasi sich beteiligen, Erwerbsarbeit beteiligen und so weiter. Und kriegt man auch einen Genuss von diesen Sozialleistungen und so weiter. Und das ist ein bisschen was diese Leistungslogik natürlich bis zu einem gewissen Grad legitimiert. So. Und wir haben auch, wenn man sich anschaut, das ganze Leistungsnarrativ, darauf ist ja die Zweite Republik aufgebaut. Ja. Also das ist ja historisch, ist es ja, und deswegen fand ich also die Geschichte mit den Facharbeiterinnen so spannend, ja, sich die mal anzuschauen. Aber die Idee war einfach, ja, mit harter Arbeit, dann kommt man schon wohin. Ja? Die Frage ist halt, wohin man kommt. So. Und das ist das, was ich gemeint habe mit, was kann man sich überhaupt vorstellen, welches Leben man leben kann. So. Und durch harte Arbeit wird man reich. Ja? Wenn man die Leute fragt, was heißt denn überhaupt reich sein, dann gibt es da ganz unterschiedliche Ideen. Dann sagen die Leute weiter unten in der Gesellschaft, naja, dass ich halt irgendwie nicht verschuldet bin. Oder sie sagen dir, dass ich ein kleines Haus habe, das abbezahlt ist und ein Garten und so. Also Reichtum, die Vorstellung von Reichtum ist ja auch etwas, was extrem vom eigenen sozialen Status abhängt. So. Und das heißt, und dass man irgendwie, was auch immer ein gelingendes Leben für einen ist, ja, was man meistens unter Reich verhaftet, dass man das schafft, indem man hart arbeitet, das ist der Grundkonsens der Nachkriegsgesellschaft und der Zweiten Republik. Und so war die auch aufgebaut. Und das ist ja auch das, wenn man sagt, was hat Kreisky befördert oder was haben die, das war ja genau die Idee dahinter, zu sagen, so, du schränkst dich brav an, wir schauen das drumherum, also quasi der Sozialstaat so gut aufgebaut ist, dass, falls was passiert, wir dich irgendwie unterstützen oder so. Aber halt auch nur bitte, wenn du eingezahlt hast in den Topf. Und das macht natürlich total logisch, dass diese Leistungsnorm total stark ist. Das ist aber, ich finde es gleichzeitig, finde ich es ein bisschen widersprüchlich, und ich finde es gibt aus der Sozialpsychologie einen Begriff, der nennt sich Split Consciousness, also widersprüchliches Bewusstsein, und mit dem arbeiten Hilde Weiß und ich ganz gern, weil die Leute gleichzeitig, wenn man sie fragt, habt ihr das Gefühl, dass man übers Erbe reich wird? Sagen sie auch so, ja, also schon auch. Also es ist ein bisschen widersprüchlich, weil in der reinen Lehre würde man sagen, ja, entweder, also klassisch neoliberale oder liberale Idee,
vom Tellerwäscher zum Millionär, alle haben die gleichen Chancen, wenn du dich anstrengst, wirst du was. Versus Perpetuierung von sozialen Ungleichheiten, du hast keine Chance, wenn du reingeboren bist in die arme Familie, bleibst du in der armen Familie. So, das wären die beiden unterschiedlichen Pole in der Ideologie. Jetzt machen die Leute aber beides. Ja? Sie sagen das eine, was ich total soziologisch auch nachvollziehen kann, weil de facto, ja, wie gesagt, das macht auch Sinn in so einem System, das auf Leistung basiert, dass man Leistung irgendwie, also dass man das Leistungsnarrativ quasi schluckt oder so. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch ein Bewusstsein dafür, wo die Grenzen liegen. Das merkt man bei dieser anderen Zustimmung zu diesem Erbe, ja, dass man einfach doch auch weiß, irgendwie haben es andere, vielleicht machen es bestimmte andere Gruppen auch leichter oder so, und dass es einfacher ist, wenn man wo hineingeboren ist. Und das macht es widersprüchlich. Und wir haben uns einmal angeschaut in einem Blogartikel für den Arbeit- und Wirtschaftsblog der Arbeiterkammer, wie viele Leute es überhaupt gibt, die reine Lehre haben und wie viele Leute widersprüchlich sind in ihren Einstellungen. Und das viertelt sich so. Ja. Also da gibt es jeweils ein Viertel, das so ein bisschen reine Lehre vollzieht. So. Und dann gibt es so die in der Mitte, so ungefähr 50, ja, die Piano, ein Viertel, bleiben 50% übrig ungefähr, die so mittelwidersprüchlich sind. Und ich finde jetzt das Widersprüchliche an sich als Soziologin sowieso spannend, weil ich Widerspruch irgendwie interessant finde und so. Aber ich finde es auch politisch interessant, weil es natürlich das sind Leute, die jetzt für bestimmte Ideen natürlich auch anknüpfungsfähig sind, ja, in beide Richtungen. Ja. Also das macht ja die Regierung auch, wenn sie mit den Leistungsträgerinnen fährt, die versucht den Leistungsbegriff ja auch wieder auf ihre Art zu besetzen oder so. Aber man könnte ihn auch quasi auf progressive Art nützen, weil man ja mit dieser Auseinandersetzung rundum, man hat, also über das Erbe wird man reich oder so, ja schon noch ein gewisses Bewusstsein hat, wenn man da mal anknüpfen könnte, dann müsste man halt versuchen, da ein bisschen zur also Widersprüchlichkeit ein bisschen rauszukommen oder so. Aber das ist, das ist ganz eine spannende Melange in der Mitte, und um die es umkämpft, würde ich sagen. Ja, zwei kurze Fragen. Wieso werden Frauen weniger? Das habe ich nicht verstanden. Und das Zweite, ist es nicht trotzdem vernünftig, vom Nettovermögen zu reden? Weil wenn die Männer ganz viel Schulden machen und sie Wohnungen kaufen, dann haben sie halt ganz viel Vermögen und ganz viel Schulden. Ja? Klar. Also zuerst die erste Frage, warum Frauen weniger erben. Das haben einfach die Daten gezeigt, dass Frauen wertmäßig weniger Vermögen erben. Also das heißt, die Erbschaften, die Frauen zukommen, dennoch niedriger sind, auch wenn sie häufiger erben. Warum das so ist, darüber können wir auch nur spekulieren. Also das ist nicht möglich. Kann man annehmen, dass eine Familie reiche, wenn es einen Sohn hat, der alles gibt, und wenn es eine Tochter hat, kriegt das Katzenheim auch aus und die Tochter nur die Hälfte oder so? Genau, das waren unsere Spekulationen. Naja, das weiß ich schon. Und dass die eher den Unternehmensbesitz erben, es sind ja hauptsächlich, wie Julia es angesprochen hat, es sind ja hauptsächlich auch landwirtschaftliche Betriebe, die in Österreich wirklich zu den Vermögenden. Zum Beispiel nicht. Ja. Also wenn eine Familie dann einen Sohn oder eine Tochter hat, kriegt der Sohn den Betrieb und die Tochter wird ins Ausgegeben. Genau, aber das, so ist die Spekulation. Genau. Beim Adel gibt es zum Beispiel ja. Die Familien für die Kommissregelungen. Ja. Hast du das Familieneigentum in einer Hand bleibt? Und das ist meistens ein Sohn oder eine Familie. Bei Landwirtschaften ist das auch so. Genau. Aber die zweite Frage, warum, also selbstverständlich ist Nettovermögen die aussagekräftigere Variable oder ja, ist eine der Variablen, die halt hauptsächlich in diesem Zusammenhang eine Aussage hat. Für uns war es aber spannend, sich anzuschauen, warum, wenn man sich jetzt nur die rohen Daten anschaut, werden die Unterschiede sehr deutlich sichtbar. Wenn man jetzt die gleichen Haushalte mit den gleichen Charakteristika anschaut, dann werden die einfach verdeckt in dieser Nettoeinkommensverteilung. Insofern sind wir hergegangen, haben wirklich alle Vermögensbestände durchgekämmt und haben dann festgestellt, dass es da einfach auch einen umgekehrten Gender Gap bei den Schulden gibt. Das war einfach noch ein weiterer Aspekt, den wir uns angeschaut haben. Ja, ich bin grenzenlos dankbar für Begriffe wie Refeudalisierung
Und das ähnlich einmal formuliert wird, natürlich gibt es Klassen. Ja? Weil nach meinen Erfahrungen in Gesprächen hat sich sogar die Sozialdemokratie mittlerweile davon verabschiedet. Es gibt keine Klassen mehr. Also was Schwachsinniges habe ich noch nie gehört. Also es gibt einen objektiven Gegensatz zwischen denen, die ihre Arbeit zum Markt tragen müssen und denen, die das nicht notwendig haben. Das kann man nicht oft und laut genug wiederholen. Ein Problem habe ich damit. Ich glaube, dass die Daten, die Rohdaten, die ja auf Befragungsbasis erhoben wurden, ja ungefähr so das linke Oberwaschel des Eisbärens haben, das da rausragt und dass darunter eine aberwitzige Dunkelziffer an angehäuften legalen, illegalen Vermögen sich verbergen. Und es müsste unbedingt angestrebt werden, dass man zu realen Zahlen kommt. Und das auf den Tisch zu legen, da unten nämlich auch, und das ist der nächste zentrale Punkt für mich, die ganz akute Demokratiegefährdung dieses Auseinanderklaffens von Vermögen aufzuzeigen. Ja, das ist wirklich was ganz was Fundamentales, was zu den Menschen nicht durchdringt, ist mein Erlebnis. Ich habe unlängst in einem deutschen Kabarett einen Erben gespielt, der hat darauf hingewiesen, ja natürlich klafft die soziale Schere immer weiter auseinander, aber stellen Sie sich vor, sie geht wieder zu, das kann ja furchtbar schmerzhaft sein. Dann kann man das so transportieren, ich weiß es nicht. Sie gießen Öl ins Feuer, also das eh. Also Befragungsdaten sind Befragungsdaten und ich meine, es gibt, es ist mittlerweile die zweite Welle von diesen Daten da und was wir jetzt sehen ist ein Effekt, dass, also wir hatten eh schon überhaupt nicht die Reichsten natürlich drinnen, weil wenn man zieht, ja, 2000 Leute aus der österreichischen Bevölkerung repräsentativ, verschwinden die oben natürlich, weil das sind ein paar und die kriegst du schon überhaupt nicht und da gibt es der reichste Österreicher in den Rohdaten hat 22 Millionen Euro, die er angibt. Ja. Und wenn wir die Forbes-Liste anschauen, sind wir bei 1,5 Milliarden. Also wir haben einen riesen Gap. Jetzt kann man das statistisch irrsinnig viel korrigieren. Und da gibt es Kolleginnen in der JKU Linz, die da ökonomisch fit genug sind und statistisch fit genug sind, das zu korrigieren. Ja. Natürlich, Befragungsdaten. Und das Gleiche bei der zweiten Welle ist, wir haben noch weniger oben. Die Leute machen uns oben noch weniger mit. Ja, die wissen jetzt so ein bisschen schon, dass sie da, also das machen die Kolleginnen von der Nationalbank, sagen das jetzt auch immer, das ist echt ein Wahnsinn, wie arg die Unterfassung schon in der ersten Welle war und wie arg es jetzt in der zweiten Welle ist, weil es gibt natürlich Verweigerung. Ja. Und man kann sagen, na, interessiert mich nicht mal nicht mit. Ja. Also, Und deswegen fordern wir das auch immer, also zu sagen, als Forscherinnen oder die Arbeiterkammer macht das auch und verschiedene Institutionen versuchen das zu sagen, wir brauchen das, wir brauchen wirklich valide Daten, Registerdaten in Wirklichkeit. Ja. Ist aber ein politisch brisantes Thema, weil das Thema halt einfach, also keiner will in Österreich, ich habe schon gesagt, also der Martin Schütz sagt immer, er kriegt das immer zu hören, dass die Leute, sie wollen ins Schlafzimmer reinschauen. Ja? Also quasi, dass man, das ist wie, wenn man ins Sparbuch schaut, das empfinden die Leute, wie als würden die Leute ins Schlafzimmer reinschauen, oder sogar schlimmer. So, und das ist aus psychoanalytischer Perspektive auch interessant, aber einfach interessant, also da gibt es einen irrsinnigen Reflex, ja? das geht niemandem was an, das ist ein ganz großer Konsens. Das ist natürlich zum Beispiel in den Skandinavien ein bisschen anders, wo man die Einkommenstransparenzen immer schon viel stärker hatte und so. Aber der Widerstand ist hoch. Und plus dazu natürlich, woher sollen die Daten kommen? Ja? Also in anderen Ländern kommen sie eben aus Besteuerung. Genau. Ja? Und wenn man keine Besteuerung hat, ist natürlich die Frage, wie kann man sowas wie die, ich weiß nicht, wie früher die Statistik Austria vom Mikrozensus hat es auch Vollerhebungen gegeben. Sowas könnte man schon auch machen mit Befragungen, wenn man keine Besteuerung hat. Aber einfacher ist die Besteuerung. Und politisch natürlich sinnvoller auch, um das vielleicht auch noch zu sagen, gerade das habe ich vielleicht vorher noch nicht erzählt, aber das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, wenn wir über Verfestigung vom sozialen Status reden, wie und welche Rolle Erben spielt, um quasi um die eigene Position, die Vermögensposition zu erhalten oder so.
nächsten Jahrzehnten wird irrsinnig viel vererbt. Ja. Es kommt eine Generation, geht in Pension oder es wird sterben und vererben und so. Das ist ein Riesenvolumen, ja. Ein Riesenerbvolumen, das uns da jetzt, also eine Lawine, die uns da entgegenkommt und die lassen wir uns auch entgegen als Staat. Das ist auch interessant. Ja. Also Kolleginnen von der WU Wien haben sich das mal ausgerechnet. Dann haben gesagt, es werden 2040 20 Milliarden Euro jährlich vererbt. Ja. Und sagen die natürlich, heißt immer, naja, man kriegt da nichts rein oder so, aber jährlich 20 Milliarden, wenn man ein bisschen was davon abzieht, dann ist das schon einiges. Und das ist natürlich demokratiepolitisch auch, wäre es auch sinnvoll, wenn man da so ein bisschen, wenn man das dann nützt, um umzuverteilen, also so. Genau. Wolltest du was zu Daten noch sagen, zu Demokratie? Nein, aber vielleicht zu dem Erben, also das schließt auch wieder an die Frage an. Also es ist spannend, wenn man sich das Thema Geschlechterverhältnisse anschaut. Die Literatur zu dem Thema ist hauptsächlich aus den USA. Dort gehen alle aus diesem Leistungsdiskurs raus. Man kann es schaffen, alleine durch ein Einkommen reich zu werden. Das heißt, dort schauen sich viele Forscherinnen an, wie Menschen zu Vermögen kommen durch Einkommen. Und wenn man das jetzt in den Kontext hier in Österreich transponiert, dann ist natürlich die Frage, okay, reich wird man aber durchs Erben. Wieso gibt es da diese massiven Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Und genau aus dem Grund wäre es auch spannend, wieder Daten zu haben. Ist es wirklich so, dass hauptsächlich Männer, die den Unternehmensbesitz erben, weil laut Gesetz steht beiden Töchtern, also Töchter und Sohn, der gleiche Anteil zu. Also wie kommt es zu diesen großen Unterschieden? Bitte. Nein, was ich eben auch sagen wollte, ich finde es wichtig, dass es da schon Statistiken gibt. Ich war ja diejenige, die mit Martin Schenk und Albert Barmstedter damals 1998 haben wir das erste seinen Band herausgegeben, weil nach ungefähr der dritten Armutskonferenz haben wir gesagt, jetzt müssen wer von drei Armut spricht, darf von Reichtum nicht schweigen. Da war dieser deutsche Sozialethiker auch da. Es war mehr so eine sozialethische Konferenz damals im Albert Schweitzer Haus. Und dann wurde jetzt so ein Sammelband herausgebracht. Nicht so ein super Buch wie ihr. Und es ist toll, dass das weitergegangen ist. Und damals hatten wir schon, damals, das war 98, war ja 98. Und 1994 wurde die Vermögenssteuer abgeschafft. Ja? Und wir hatten damals schon gesagt, von Ferdinand Lazzina, nenne ich damals. Und weißt du, wer ihn dazu geraten hat? Da sein Berater war, sein ökonomischer Berater war der Alexander van der Bellen. Haben sie uns beide mal auf dem Boden, wo wir sie ja beide eingeladen haben, hat uns das war Sascha sogar bestätigt, weil das sich nicht rechnet, weil das war allerdings auch absolut. Nur ist es natürlich, das ist ein Scherz, ja. Ich muss natürlich einfach die Bemessungsgrundlage sprechen. Auf jeden Fall. Und da hat die damals schon gesagt, also das, was für ein unglaublicher Fehler das ist, dass in Österreich die Vermögenssteuer abgeschafft wird, weil wir das dadurch noch weniger werden erfassen können. Und wobei man damals das ja Reichtum als solches und Vermögen gar nicht extra statistisch mäßig erfasst hat, dann hätte man eine Berechnungsgrundlage dafür, eine Bemessungsgrundlage dafür gehabt. Was natürlich hinzukommt, dass wir im europäischen Raum uns bewegen und global bewegen und natürlich, und das war auch damals schon so und das ist die letzten Jahre natürlich noch viel dramatischer angestiegen, dass die sehr Reichen, sagen wir Superreichen, ja ihre Vermögen ja gar nicht in Österreich versteuern. Das Stichwort Kindernissen und so weiter und so weiter. Also das, dass das nur das oberste Oberwasser eines großen Eisberges ist, war selbst zum Zeitpunkt, dass es eine nationale Vermögenssteuer gab, auch schon zutreffend und ist jetzt noch viel mehr zutreffender. Aber dennoch ist es, finde ich, ganz wesentlich und wichtig, dass es zumindest so Befragungen gibt und Ökonominnen das dann gewichten und werten, damit man also so eine Datengrundlage hat, auf der heraus man begründen, argumentieren, verweisen kann, also damit wir uns nicht im luftleeren Raum befinden und auch vielleicht manche These dann auch bestärken kann und so weiter. Und zum Thomas Piketty, den fand ich eben auch sehr interessant, weil er hat eben, das ist jetzt ein bisschen in der Ökonomie jetzt auch zu Recht modern und auch wichtig,
der hat eben über die Verteilungsgerechtigkeit und je ungleicher die Verteilungsgerechtigkeit und seine Formel, wenn die Rendite höher ist als das Wirtschaftswachstum und je mehr die Rendite größer ist als das Wirtschaftswachstum, desto ungleicher wird das Vermögen. Und das hat er dann auch mit historischen Daten und mit historischen Entwicklungen unterlegt und hat eben dann auch eben gesagt, also wo sind kriegerische, wo sind Konflikte, wo es nicht nur eine Demokratie, die Ungleichheit, eine Demokratie zerstört, sondern wo das dann richtig in konflikthafte kriegerische Auseinandersetzungen führen kann. Ja. Und das, da, in diesen Momenten gab es immer in der Geschichte extreme Vermögensungleichheiten. Naja, und dann waren die Kriege aber auch Gleichmacher. Und die Kriege haben vieles und sich praktisch, das ist alles wieder bei Null angefangen. Das sind natürlich ganz interessante Dinge und ich bin da sehr froh, dass das, und vor allen Dingen, ich fand eben auch interessant, dass das von verschiedenen wissenschaftlichen Seiten her, eben bis hin zur Psychologie, also wieso ist dieses Leistungsdenken so in uns drinnen? Also in mir ist nicht drin. Ja, das ist ja von uns. Eben nicht in uns, dass dieses Narrativ, warum dieses Narrativ, sagen wir so, noch weit verbreitet ist und doch zumindest so wird, dass darauf Politik gemacht werden kann, die jedenfalls, sagen wir, erfolgreicher ist wie leider andere Politik, die das stärker, das Ungleichheit thematisiert. Ja, aber das ist das Dilemma der Linken, dass sie immer glauben, wir glauben immer, wir haben die richtigen Argumente. Naja, und wir werden sie mal durchsetzen. Das ist die Rechten und die Linken, der Mensch reagiert irrational. Die argumentieren überhaupt nicht mehr mit den Neoliberalen. Die hängen uns nur Karotte vor und irgendwelche Stichwörter, Wechsel, Stopp, aber jetzt, es ist Zeit. Genauso können sie sagen, grüß Gott, hallo, na ja, und sie werden gewählt, ja, denn da sind wir zwar. Aber das ist nicht der Fehler, ich finde, dagegen möchte ich mich verwehren, das ist nicht der Fehler, es sind dennoch die richtigen Argumente. Es ist natürlich richtig, dass die emotionale, die Politik der Emotion und so weiter stärker wirksam ist und der Neid sehr erfolgreich geschürt wird und so weiter stärker wirksam ist. Dennoch sind es die richtigen Argumente. Man könnte sich vielleicht eventuell noch überlegen, wie man diese richtigen Argumente ein bisschen besser verpackt oder in welche, also wie auch immer. Ja, das ist mir zu billig, das ist aber die Argumentationsstrategie. Müsste man die Strategien der Gegner, der Neoliberalen, einmal aufdröseln und die aufzeigen? Ich meine, das sind billige Tricks. Ja, aber es ist der Gegensatz zwischen oben und unten wird von denen ausgetauscht durch innen und außen. Ja. Parafondleitung. Ja? Nicht die Reichen nehmen uns das Geld weg, weil die keine Steuern zahlen. Das ist der Martin Schenk ja auch immer sagt, wenn ich ihn an dieser Stelle zitieren darf, jetzt in meinem kleinen Martin, dass er. Die Psychologie des Neides, ihr kennt das natürlich gut von ihm auch, der Martins Psychologe, die Psychologie des Neides. Neidig ist man nicht auf den Swarovski und auf den Meister Puri und auf den Großgrundbesitzer, sondern neidig ist man auf das Unmittelbare, auf das Auto des Nachbarn, auf die Nike-Schuhe, auf das Handy und so weiter, des Flüchtlings. Und die Neidbefriedigung ergibt sich nicht daraus, dass man das auch zu einem ein Kabel des Nachbarn haben möchte oder die Nike-Schuhe des Flüchtlings haben möchte, sondern die Neidbefriedigung ergibt sich daraus, dass dem das weggenommen wird oder kaputt gemacht wird. Ja. Und das ist eine Emotion, das ist ein Gefühl, das haben die Menschen. Und wenn ich damit das konkret Politik mache und meine ganze Politik auf das abstimme, indem ich das Narrativ, das 700 Euro Handys der Caritas, das durch alle sozialen Medien gegangen ist, unentwegt, obwohl geklagt und so weiter und widersprochen wurde, dann geht das halt auf. Nicht? Aber das ist eben analysiert worden. Entschuldigung, jetzt habe ich mich da eingemischt. Ich will was fragen, jetzt, bevor wir diskutieren. Nämlich, für mich ist ein Problem beim Vermögen, wir haben da einen Waldviertler Bauern, wenn man da zusammenrechnet, was an Maschinen, an Hallen, an Grund hat, kommt da wahrscheinlich ein ziemliches Vermögen zusammen. Wenn man aber sich überlegt, kann der das in irgendeiner Weise lukrieren, ja? Also ja, wenn der das verkaufen oder so, ja? Dann stellt sich vielleicht heraus, das ist, also ich glaube, innerhalb der Vermögen müsste man doch auch unterscheiden, kann man es schnell verkaufen und sich was anderes oder kann man das eigentlich eh nicht verwerten, in dem was er, der arbeitet ganz viel, ja? Der ist nicht besonders schön anzunehmen, der Bauer,
wenn das sozusagen nett ist, heißt aber, ist ein vermögender Mann, wenn man sich anschaut, was er alles besitzt. Ja. Wie geht die Vermögensforschung mit dieser Frage um? Ja? Wie wir diese, unser Beitrag von der Hille Weiß und mir beruht auf zwei Forschungsprojekten, die wir damals noch für die Arbeiterkammer gemacht haben. Und das erste war eben diese Klassenlagen und Vermögen. Und dann haben wir die Landwirtinnen als eigene Klassenlage bestimmt gehabt. Und die waren dann die Reichsten. So, und dann hat die Arbeiterkammer gesagt, das geht nicht. Das ist ein politisch sehr brisantes Thema in Österreich. Hau die doch bitte zu den Unternehmen dazu. So, deswegen bin ich bei diesem. Ich finde, also, was wir gemacht haben, ist, dass wir unterscheiden zwischen Selbstständigen mit Beschäftigten und Selbstständigen ohne Beschäftigten normal. Also, das eine sind wirklich Großbetriebe in der Landwirtschaft und das andere sind Bauern, kleine Bauern, Familienbetrieben, wo es Angehörige gibt, die mithelfen. Die kleinen selbstständigen Bauern haben nicht so viel Vermögen. Ja, die haben, also das ist schon was, ja, aber es ist immer die Frage, was ist das Verhältnis? Ja? Also das ist nicht so, da ist schon was vorhanden, aber es ist nicht diese... Also es geben es nicht an, das sind dann im Nettovermögen sind die da, also das ist die selbstständige Gruppe ohne Beschäftigung, die ziehen sich natürlich, da gibt es die paar Yoga-Lehrerinnen, die gar nichts haben und dann gibt es die Landwirtinnen ohne Beschäftigte, das sind da 500.000 oder so im Median, was die angeben. Kann schon sein, dass es da Ausreißer gibt. So, das ist das eine, also das andere ist, ich finde trotzdem, es gibt landwirtschaftliche Großbetriebe auch weiterhin in Österreich. So, also es gibt auch Landwirte, die so viel Geld haben, wo es Geld gibt, dass man auch verkaufen könnte oder weiter lukrieren könnte oder so. Was man halt unterscheiden kann in den Daten, ist halt Finanzvermögen von Realvermögen. Also dann kann man sagen, okay, das ist halt, da ist der Traktor drinnen und irgendwelche Geräte oder so im Realvermögen, aber es gibt ja auch Finanzvermögen. So. Und das ist da kann mir jetzt keiner sagen, warum das nicht, also das ist fluide, so de facto. Ja, das war ja der Bauerhaus zum Beispiel kommt, der hat keine Aktien, der hat halt eine Dreschmaschine, genau. Und zwei Traktoren und Grund und deswegen so sind das ja auch die kleinen Selbstständigen bei uns, die nicht so viel haben. Sondern, und dann unterscheiden wir halt zwischen diesen wirklichen Unternehmerinnen, mit Beschäftigten, das ist ja bei einer Gruppe, das kann man definieren. Wir haben es, glaube ich, mit ab 5 oder 10 Beschäftigten, ich glaube 10 Beschäftigte waren es bei uns, gemacht. Und dann gibt es halt die anderen, die das nicht haben, weil sonst ist man immer in dieser Debatte drinnen. Aber das ist halt einfach das Problem. Ich finde, das ist so, zu den Landwirten vielleicht noch, ich finde, die Debatte ist in Österreich halt so schwierig zu führen. Also es ist einfach eine die ist so hochgradig politisch aufgeladen, ja, und da gibt es so viele Interessenslagen, dass wir sind nicht einmal weitergekommen in der Analyse, ja. Also die heißen jetzt bei uns Unternehmerinnen und die armen, muss ich ehrlich sagen, Unternehmerinnen mit Beschäftigten, die keine Landwirtinnen sind, haben gar nicht so viel, sitzen bei uns jetzt in der Kategorie drinnen, weil die Landwirtinnen mit den Beschäftigten, die Großbetriebe, das in die Höhe reißen, das Nettovermögen. Also das ist halt einfach, das ist ein sehr, sehr politisch brisantes Thema. Ich würde die Gruppe der Landwirte in zwei Teile teilen, das haben wir auch gemacht und die einen haben schon was, aber die haben nicht so viel und dann gibt es Betriebe, die haben oder landwirtschaftliche Unternehmungen, die haben schon einiges und dann gibt es natürlich, ist die nächste Frage, okay, was ist wirklich Geschichte, was ist wirklich was, was man an Geld wirklich, was du bisher gesagt haben, wo man wirklich was locker machen kann und wo nicht und so. Das ist aber dann der nächste Schritt, finde ich. Also das, um die Debatte ein bisschen zu versachlichen, finde ich, man muss auch versuchen, diese Bauern voneinander zu trennen und ein bisschen differenzierter sein. Wer hat da Angestellte oder wer schuft es sozusagen mit der Familie? Ja. Wie ist es bei euch gewesen? Wir haben uns die Landwirtinnen auch angeschaut, aber als Ein-Personen-Haushalte sind einfach meistens Paarhaushalte, das heißt, die spielen bei uns keine Rolle de facto. Ja. Aber eben eigentlich, also das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich nur nochmal eine Bestätigung davon, dass man sich die Reichen anschauen muss und genau sagen muss, wovon spricht man und dann nicht wegschauen kann, weil sonst ist man sehr schnell in einer politischen emotional geführten Debatte und das ja. Wäre halt so ein Punkt. Eine Frage, habt ihr auch die Zustimmung zu den bedingungslosen Grundeinkommen abgefragt?
Also wir haben gar nichts abgefragt. Das sind Daten, die uns die Europäische Zentralbank gibt in dem Fall. Wir sind überhaupt glücklich, dass wir überhaupt Einstellungsdaten da drinnen haben. Also die Europäische Zentralbank macht sowas nicht. Ja. Die befragt nur, was hast du, wie viele Sparbücher hast du, was hast du da drauf, wie viel ist dein Auto wert, hast du überhaupt ein Auto und lauter und solche Sachen. Die Nationalbank und das Team der Nationalbank rund um Martin Schürz haben sich in einer ersten Welle gedacht, sie spielen ein paar Einstellungsvariablen noch rein, weil sie es spannend finden. Mhm. So. Und das waren, auch die Soziologin in mir findet die ganz schlimm, die Items, so findet man müsste noch 100 mehr Sachen mehr fragen und so weiter, aber wir waren einfach dankbar, dass überhaupt was drinnen war, weil es einfach Klassenbegriff, Klasse ohne, also Klasse, objektive Klassenlage und Klassenbewusstsein, also wenn man es marxistisch fasst, bräuchte man beide Seiten so und das war halt ein bisschen der Versuch, so sich subjektiv auch dem annähern zu können, weil sonst hätten wir das gar nicht können. Aber sowas kommt nicht vor. Also. Gibt es eigentlich Daten von den österreichischen Banken? Also kann man vergleichen, was geben die Leute an, was als Finanzvermögen sie haben? Und wie viel Geld liegt auf den Banken? Kann man das überhaupt vergleichen? Gibt es da Daten von denen? Nicht, dass ich weiß. Ich glaube, das unterliegt dem Bankgeheimnis. Also ich glaube nicht, dass die Banken solche Statistiken veröffentlichen. Mir sind zumindest keine bekannt. Und ich glaube, wenn es solche gäbe, dann würden die in diesen Studien zusammengespielt werden und einander gegenübergestellt werden. Also ich glaube, es würden sich alle darauf stürzen. Nein, also gar nicht, sondern dass man sagt, dass Aggregate. Auf der ersten österreichischen Link so und so viele Milliarden Euro rauskommt. Jetzt hat es mir gesagt, okay, gibt es auf dem impfenden Bankensektor, gibt es nach Höhe von, also Bereiche, wie viele Einlagen da sind, gibt es keine Anzahl, wie viele Konten das in diesen Bereichen vorhanden sind. Also es gibt schon Daten, wo man vermutlich die Einlagen kann man sicher ganz gut gegenüberstellen, das wurde auch schon gemacht. Und das ist kategorisiert? Ich kenne nur die Berichte, also es gibt so Kategorien, was nicht 100.000 bis so und so viel. Und da gibt es, glaube ich, die Anzahl der Konten. Und okay, dann haben wir das. Ah, das heißt, man könnte sich schon ausrechnen, wie viel Geld liegt auf der ersten und wie viel stimmt das überein mit dem. Zumindest aggregiert gibt es. Also man hat die Bankensektoren, also der Bankensektor ist dann getrennt nach Aktienbanken und Volksbanken gehen. Also das, die Statistik gibt es ja. Aha. Weißt du, wer das gemacht hat? Die ÖMB hat die Statistik. Die ÖMB hat die. Also die kann man abrufen. Muss nicht sein, man kann auch das Buch kaufen und gemeinsam ein Glas Wein trinken. Oder gibt es noch Fragen? Ja, glaub ich glaube schon.